Wenn wir über Technikgestaltung sprechen, so wie gerade im ersten Vortrag dieser FIFCON, dann kriegen wir irgendwann ein Problem, glaube ich, solange wir nicht auch über Techniksicherheit reden. Ich glaube, das ist im Digitalen prinzipiell eine ähnliche Geschichte wie in vielen anderen Gesellschaftsbereichen, aber so Sicherheit und Risiken im Internet, in Computernetzwerken speziell eben, bringen natürlich auch sehr eigene Herausforderungen. Damit haben viele von euch täglich zu tun. Und genau mit diesem Thema beschäftigt sich in Deutschland von Behördenseite ja das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Vom BSI gibt es jedes Jahr einen Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland. Und was da aktuell drinsteht, welche Themen das BSI im Moment besonders beschäftigen, das sagt euch jetzt Florian Schumacher. Er ist Referent im BSI, beschäftigt sich da mit dem gesellschaftlichen Dialog von Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Florian Schumacher, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Dankeschön. Ich werde in der nächsten Stunde über das Thema Cybersicherheit sprechen und möchte da auf die drei Felder Staat, Wirtschaft und Gesellschaft eingehen. Wie in der Einleitung schon gesagt wurde, ich arbeite im Bereich Cybersicherheit für die Gesellschaft, kümmere mich dort speziell um das Thema gesellschaftlicher Dialog und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, hier beim FIF bei der Konferenz sprechen zu können, weil der FIF auch schon selbst Teil unseres Dialogs war und auch Personen hier in dem Raum Teil dieses Dialogs schon waren und sind. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, hier sprechen zu können. Für die, die sich wundern, dass hier vorne nicht Timo Hauschild steht, er lässt sich entschuldigen und bedauert es sehr, nicht hier sein zu können. Er liegt krank im Bett und deswegen bin ich kurzfristig eingesprungen für ihn und hoffe trotzdem, da Ihnen einen guten Überblick auch geben zu können über auch die anderen Themen. Ich möchte anfangen damit, dass ich Ihnen kurz erläutere, was die Gefährdungslage ist, warum es überhaupt wichtig ist, sich mit dem Thema Sicherheit zu beschäftigen. Der Lagebericht wurde schon angesprochen. Der neue Lagebericht wird in der kommenden Woche vorgestellt. Für die, die das dann nochmal besonders interessiert und dann auch die aktuellen Zahlen interessieren, am Dienstag wird das gemeinsam mit dem Innenminister bei der Bundespressekonferenz vorgestellt und online ist er dann auch zum Download verfügbar. Als zweites möchte ich dann auf die Arbeit des BSI eingehen. Was ist überhaupt das BSI? Was macht das BSI? Um dann so zwei Schlaglichter der konkreten inhaltlichen Arbeit aufzuwerfen. Das eine Schutz von kritischen Infrastrukturen auf speziellen Wunsch auch der Organisatoren und dann eben das Themenfeld, was ich auch bearbeite, Cybersicherheit für die Gesellschaft, der gesellschaftliche Dialog und dann auch das Thema Schutz des Verbrauchers. Zu Beginn, warum ist es überhaupt wichtig, sich mit dem Thema Cybersicherheit zu beschäftigen? Rainer Rehak hat es am Anfang gesagt, Digitalisierung ist kein Thema, was uns jetzt irgendwie erst seit kurzem beschäftigt, sondern es ist schon ein langlaufender Prozess. Dennoch, gerade diese Digitalisierungsentwicklungen in den letzten Jahren, verkürzt dargestellt hier durch diese drei Begrifflichkeiten der Vernetzung, der Komplexität oder steigenden Komplexität und auch der Allgegenwärtigkeit von IT, machen uns deutlich, dass es sehr wichtig ist, sich mit dem Thema Cybersicherheit zu beschäftigen und dass Cybersicherheit eigentlich eine Voraussetzung für das Gelingen der Digitalisierung auch darstellt. Denn Digitalisierung dringt oder durchdringt all unsere Lebensbereiche und auch immer sensiblere Lebensbereiche. Und deshalb sind wir ein Stück weit auch abhängig von dem Funktionieren, von der Funktionsfähigkeit von IT und damit auch von der Sicherheit von IT. Es betrifft uns individuell in unserer Privatheit, in der Sicherheit unserer Daten, aber auch unsere öffentliche Sicherheit. Und da kommen wir dann auch nochmal drauf, wenn wir über kritische Infrastrukturen sprechen. Um so ein paar Zahlen zu zeigen oder ein paar Felder zu beleuchten, was es an Bedrohungen gibt, kann man sagen, Cyberangriffe oder Cyberkriminalität ist lukrativ. Mit Cyberkriminalität kann man mehr Geld verdienen als mit Drogenkriminalität.
Wen das Thema Cyberkriminalität interessiert, da gibt es auch den BKA-Lagebericht zu Cybercrime, der heute veröffentlicht wurde. Cyberangriffe sind sehr gezielt mit Blick auf APT-Angriffe. Zeigt sich, dass die Opfer erst nach sehr langer Zeit das dann auch entdecken können. Cyberangriffe verursachten einen großen volkswirtschaftlichen Schaden, wenn man sich mal die Zahl ansieht von 55 Milliarden Euro im Jahr. Gleichzeitig gibt es eine sehr große Varianz von Schadprogrammen, mit denen wir zu tun haben, die sich in einer sehr kurzen Zeit abwandeln. Und wir haben auch ein Qualitätsproblem mit Software, was die Zahl der bestehenden Sicherheitslücken in den 10 meistgenutzten Softwareprodukten zeigt. Um auf ein paar konkrete Beispiele zu kommen von Cybersicherheits- oder IT-Sicherheitsvorfällen, die wir in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben, möchte ich ein paar Phänomene beleuchten. Da haben wir das Thema Spam, vor dem auch das BSI nicht gefeit ist. Es gibt eben Akteure, die sich die Vertrauenswürdigkeit zu eigen machen und dann Logos des BSI oder auch anderer Unternehmen und Institutionen nutzen, um damit kriminell vorzugehen. Beim Thema Spam können wir auch sehen, dass es da auch zu einer Verknüpfung von verschiedenen Phänomenen kommt. Beispielsweise werden auch Botnetze genutzt, um Spam dann zu versenden und dann auch Spam als konkrete Dienstleistung im Darknet beispielsweise anzubieten. Wie kommen die Angreifer an E-Mail-Adressen, an Daten, an die sie dann Spam versenden? Zum einen sind da natürlich Datenabflüsse bei großen Dienstleistern sehr lukrativ. Zum anderen aber auch Kontaktdaten aus E-Mail-Clients von infizierten Systemen oder sogar dann auch die Recherche nach konkreten Kontaktdaten. Ein Beispiel für einen APT-Angriff stellt natürlich der Regierungshack dar. Da kam es zu einem Hack auf die Lernplattform Ilias der BAKÖV, die an den IVBB, also das Behördennetz, angeschlossen ist. Dort wurde ein Trojaner eingeschleust und darüber konnten dann Dokumente beim Auswärtigen Amt ausgeschleust werden. Insgesamt lässt sich dazu sagen, dass es eine geringe Auswirkung hatte aufgrund guter bestehender Sicherheitsmechanismen und die Beobachtung der Tätergruppierung möglich war. Zum Thema APT-Angriffe allgemein kann man sagen, dass ein ganz interessantes Phänomen hier ist, dass Installer oder ein Update-Hijacking in der initialen Phase zunimmt. Das heißt, es wird es findet eine Schadcode-Infizierung auf Webseiten oder Update-Servern von Softwareherstellern statt. Dort werden dann Schadprogramme eingeschleust und der Nutzer geht auf diese Seite, um seine Software runterzuladen oder fährt nur ein Update von Software und lädt sich dann ganz unbewusst dieses Schadprogramm herunter. Das Ziel bei solchen APT-Angriffen ist natürlich Spionage oder auch Sabotage. Ein weiteres Phänomen stellen sogenannte DDoS-Angriffe dar. Da wird versucht, wie am Beispiel RWE, durch eine Vielzahl von Anfragen ein System in die Knie zu zwingen. Dieses Phänomen, da lässt sich eine steigende Tendenz beobachten. Und was auch dort ganz interessant ist, dass eine sehr große Bandbreite, und da wird sich beispielsweise auch von einer Entwicklung der Digitalisierung zunutze gemacht, dass wir eine größere Bandbreite haben
und dadurch mit einer Bandbreite von beispielsweise 1 Gigabit pro Sekunde dann Systeme angreifen können. Im Jahr 2018 hatten wir als BSI auch eine Rekordbandbreite bei solchen Angriffen feststellen können. Und das war im Frühjahr ein Angriff, ein DDoS-Angriff mit 1,7 Terabit pro Sekunde. Die Motivation der Angreifer in solchen Fällen ist natürlich auch wieder Sabotage, Vandalismus, Manipulation von Systemen oder die einfache Störung. Das Thema Ransomware war in den vergangenen Jahren ja auch sehr oft in den Medien, wo es darum geht, ja, Dateien zu verschlüsseln. Die Bahn war beispielsweise auch davon betroffen. Und die Angreifer versuchen so, von den Opfern Geld zu erlangen, um dann die Dateien wieder zu entschlüsseln, wenn das Opfer kein Backup hat. Gab es auch manche, die darauf reingefallen sind und es dann gemacht haben und vielleicht am Ende gar nicht diesen Schlüssel zugesendet bekommen haben. Das BSI hat generell davon abgeraten, solche Lösegeldzahlungen zu leisten. Generell kann man zu Ransomware-Angriffen sagen, das sind keine gezielten Angriffe meist, sondern Massenangriffe, und sehr viele Unternehmen waren davon auch schon betroffen. Also im BSI gab es eine Umfrage bei der Allianz für Cybersicherheit, die vom BSI betrieben wird, wo Wirtschaftsunternehmen befragt wurden, und die hat gezeigt, dass 22,5% der befragten Unternehmen bereits im Jahr 2017 einen Ransomware-Vorfall hatten. Ein Trend, den das BSI in diesem Fall beobachtet, ist, dass immer mehr es auch zu dem Ransomware as a Service geht. Das heißt, dass auch für weniger bewanderte Nutzer von Technik Ransomware-Angriffe einfach gemietet werden können und man dann nach dem Baukastenprinzip sich den Angriff zielgenau auswählen kann. Und das läuft dann interessanterweise dann auch manchmal in so einem Partnermodell ab. Das heißt, man zahlt gar nicht direkt, sondern einfach der Dienstleister bekommt dann einen Teil des Lösegeldes. Zuletzt als Phänomen Identitätsdiebstähle, da ist natürlich der Yahoo-Hack am bekanntesten, weil bislang auch am größten oder zumindest der bekannteste größte oder öffentlich bekannt größte Angriff, den es dort gab, mit 3 Milliarden Nutzerkonten, die betroffen waren. Was dort natürlich sehr bedauerlich war, ist, dass es halt mit sehr großem Zeitabstand erst überhaupt bekannt wurde und dort sehr intransparent vorgegangen wurde. Wir als BSI haben dort auch erlebt, dass dort wenig Kooperationsbereitschaft vorhanden war bei Yahoo gegenüber deutschen Behörden generell. In Deutschland selbst sind von solchen Angriffen natürlich die Organisationen betroffen, die sensible Daten haben, wie beispielsweise Banken, Online-Bezahlsysteme oder auch Online-Händler. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass die Angreifer sich dort auch wieder Vertrauenswürdigkeit von Systemen zunutze machen, wie beispielsweise, dass seit Ende 2017 dann bei Phishing-Webseiten der Einsatz von HTTPS Seiten genutzt wird, um dem Nutzer eine größere Vertrauenswürdigkeit der Seite zu vermitteln und da keine Zweifel zu säen, dass es vielleicht eine Betrugsseite ist, wo es nur um das Abgreifen von Daten geht. Daneben versucht man, die Leute zu bekommen, indem man einfach Themen setzt auf solchen Fake-Seiten, wie beispielsweise Blockchain oder DSGVO, das heißt Themen, die groß in den Medien sind und wo dann der Laie ein Interesse für dieses Thema hat und dann vielleicht vorschnell darauf hereinfällt. Diese verschiedenen Phänomene, die ich hier dargestellt habe, die sollen einfach zeigen, dass von Cyberangriffen, Cyberattacken verschiedene Teile der Gesellschaft betroffen sind. Also sowohl staatliche Akteure, wie beispielsweise beim Regierungshack, als auch Wirtschaftsakteure wie RWE oder natürlich auch kritische Infrastrukturen, wo Industrieanlagen angegriffen werden, als auch der Nutzer selbst der individuelle Nutzer mit Ransomware-Angriffen oder auch Identitätsdiebstahl-Angriffen. Es gibt eine sehr
große Dimension der Angriffe. Volkswirtschaftlicher Schaden habe ich ja schon bereits angesprochen. Und die Ursachen, warum es dazu kommt, sind sehr vielschichtig und zunehmend. Generell lässt sich jedoch sagen, aus Sicht des BSI lassen sich viele Angriffe durch einfache geeignete Basismaßnahmen in den verschiedenen Kategorien Prävention, Detektion und Reaktion verhindern bzw. die Auswirkungen minimieren. Die Übersicht dieser verschiedenen Gefährdungen, Risiken, die es in der digitalen Welt gibt, zeigt, dass es eine Stelle braucht, die sich mit dem Thema beschäftigt und die dort Kompetenzen besitzt, um mit diesen Risiken umzugehen. Das BSI stellt diese nationale Cybersicherheitsbehörde dar und hat dort einen Gestaltungsansatz und Gestaltungsanspruch in den drei Themenfeldern, das heißt präventive Maßnahmen umzusetzen, Detektionsmechanismen zu entwickeln, allerdings dann eben auch reaktionsfähig zu sein. Und das eben für die drei Zielgruppen, eben Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, und da über einen ganzheitlichen und kooperativen Ansatz. Dazu muss man auch sagen, dass das BSI die einzige Behörde ist mit einem klaren gesetzlichen Auftrag zur Cyberabwehr. Wenn man sich verschiedene Zahlen mal ansieht zum BSI, da kann man eigentlich drei Stichwörter nennen. Das eine ist das Thema Veränderung. Das BSI wurde 1991 gegründet und hat aber erstmal ursprünglich, war es zuständig nur für die Absicherung der Regierungskommunikation, kam aus dem Krypto-Teil, also Verschlüsselung von Regierungskommunikation, Sicherung von vertraulicher Regierungskommunikation. Dann über Jahre hat sich das verändert mit ersten Informationen und Sensibilisierungsangeboten für Bürgerinnen und Bürger, dann über Schutz auch von kritischen Infrastrukturen und eben Aufbau von Austauschformaten für Wirtschaftsunternehmen, Austausch von Erfahrungen und Best Practices etc. Zu dem Schlagwort Veränderung passt auch, dass das BSI in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Ich bin selbst 2015 zum BSI gekommen, da hatten wir noch so ungefähr knapp über 600 Mitarbeiter. Jetzt sind wir bei ca. 940 und das wird sich in den nächsten Jahren auch noch verändern. Das zeigt auch einfach, dass das Thema Cybersicherheit stark an Relevanz gewonnen hat, stark auch in der öffentlichen Wahrnehmung an Relevanz gewonnen hat und dem dann auch Rechnung getragen wird in der Vergrößerung der personellen Ressourcen. Das zweite Stichwort ist eigentlich Attraktivität, was auch den Arbeitsmarkt angeht. Dort gibt es ja diese Umfragen, gehört zu den Top-Arbeitgebern. Da ist das BSI sehr weit vorne, ist auch unter den Behörden eine der Behörden, die sehr weit vorne ist, was die Arbeitgeberattraktivität angeht und verfügt da auch über einen recht hohen Frauenanteil, also überdurchschnittlich im Vergleich in der Branche. Man muss sagen, das BSI ist auch eine technische Behörde mit 80% MINT-Hintergrund. Ich gehöre da als Politik- und Verwaltungswissenschaftler zu den Exoten. Das dritte Schlagwort ist Vernetzung und die bezieht sich nicht nur darauf, national sich zu vernetzen. Da hat das BSI das Verbindungswesen in der letzten Zeit stark ausgebaut. Das heißt, das BSI möchte auch in der Fläche präsenter sein und hat dazu ja, ein Verbindungswesen aufgebaut mit Schwerpunktregionen, aber auch international. Dort ist es auch sehr anerkannt. Es vertritt die Bundesrepublik in vielen internationalen Gremien, in den Organisationen, in denen eben die Bundesrepublik vertreten ist, sei es bei der NATO als verantwortliche Stelle für das Thema Cybersicherheit, Cyberabwehr, sei es bei der ENISA als Mitglied dort im Management Board. ENISA eben als die europäische Organisation, die sich mit dem Thema Cybersicherheit beschäftigt.
für die drei Zielgruppen, die ich eben genannt habe, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, gibt es ein Produktportfolio, eine Produktübersicht, wo ich mal ein paar Produkte von vorstellen möchte, um einfach so einen Gesamtüberblick zu bekommen, was macht das BSI überhaupt. Angefangen auf der linken Seite bei Gesellschaft sind natürlich die Angebote zu nennen, die erstmal jetzt auch den Bürger direkt adressieren. Da gibt es das Bürgerzert, was Warnmeldungen herausgibt über aktuelle Sicherheitsvorfälle, auf die der Bürger Acht geben muss oder wenn es neue Updates gibt für bestimmte Programme, dass es dort einfach eine Information gibt. Dann BSI für Bürger mit verschiedenen Informationsmaterialien, konkreten Checklisten, Broschüren, Online-Auftritten, einer Hotline, wo man anrufen kann, wenn es Probleme gibt und auch der Austausch per E-Mail über ein Service Center möglich ist. Dann haben wir den Übergang zum Bereich Staat. Das BSI ist bei der Entwicklung von Anforderungen der Sicherheit elektronischer Identitäten dabei oder entwickelt diese maßgeblich, sei es beim neuen Personalausweis als auch beim Reisepass. Daneben gibt es dann Angebote, die sich direkt natürlich an den Staat richten. Ich habe ja gesagt, das BSI kommt aus diesem Bereich Sicherung der Regierungskommunikation. Da ist natürlich das Thema VS-Anforderungsprofile zu nennen, also wie sichere ich Verschlusssachen, was ist dort bei der elektronischen Bearbeitung zu beachten. Dann aber auch das Thema ISMS, wie baue ich ein ISMS für meine Behörde auf. Dort gibt es Kollegen, die dort konkret beraten. Als auch das Thema Mindeststandards. Dort gibt es einen Bereich im BSI, die konkret halt Mindeststandards für bestimmte Themen der Bundesverwaltung entwickeln. Wenn wir jetzt rübergehen nach ganz rechts zum Bereich der Wirtschaft, da gibt es eben auch Themen, die mehr die Schnittstelle betreffen. Da gibt es Plattformen zum Informationsaustausch, eine Plattform zum Austausch über Gefährdungsindikatoren bei Malware, also Malware Information Sharing Platform. Dann gibt es MIRT-Teams, Mobile Incident Response Teams, die sich an staatliche Stellen richten bei Cybersicherheitsvorfällen, aber auch an kritische Infrastrukturen, die dann eben konkret helfen, im Einzelfall dann flexibel zusammengesetzt werden nach den Experten, die es halt für diesen Vorfall braucht, um dann vor Ort zu helfen. Als dritter Punkt dort unten, sichere mobile Lösungen, das heißt Lösungen, die entwickelt werden, auf denen man auch eingestufte Informationen bearbeiten kann, sei es ein Smartphone oder Tablet, wo es eben auch eine konkrete Lösung gibt. In dem Feld Wirtschaft gibt es auch unterschiedliche Angebote, oder Produkte und Dienstleistungen, die das BSI vorhält. Da werde ich auch nochmal gleich dann konkreter nochmal zu sprechen kommen zu dem Thema UP-Kritis, was eine Plattform darstellt, der öffentlich-privaten Kooperation von Kritis-Unternehmen, Verbänden, die eben mit Kritis-Unternehmen zu tun haben, als auch den zuständigen staatlichen Stellen, das sind ja auch ganz unterschiedliche Stellen und Aufsichtsbehörden, um eben gemeinsam an einem höheren Sicherheitsniveau für kritische Infrastrukturen zu arbeiten. Dann die Allianz für Cybersicherheit, die als Netzwerk fungiert, als Plattform, wo es zum Erfahrungsaustausch kommen kann von Wirtschaftsunternehmen, die wo über 3.000 oder ungefähr 3.000 Mitglieder inzwischen drin sind. Und das soll auch so ein bisschen als Multiplikator dienen, Netzwerk für das Netzwerk. Das heißt, einzelne Akteure können dort Vorträge halten, können dort Best Practices vorstellen für dann andere Netzwerkmitglieder. Darüber hinaus gibt es den IT-Grundschutz, der sicherlich auch manchen bekannt ist. Das heißt, ein Instrument, in dem IT-Sicherheitsmaßnahmen aufgeschrieben sind, als systematischer Katalog. Dort ist es dann möglich für Unternehmen,
oder auch andere Akteure, sich diesen Katalog anzusehen und dort zu identifizieren, welche Sicherheitsmaßnahmen brauche ich speziell in meinem Kontext und wie kann ich die umsetzen. Das Thema Cloud Computing, dort hat das BSI auch einen Anforderungskatalog für entwickelt, der sich erstmal an Cloud-Anbieter richtet. Das heißt, es ist ein Katalog von Mindestanforderungen, die es zu erfüllen gilt. Und nach diesem Katalog, diesem C5, kann sich dann das Unternehmen testieren lassen von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Wie arbeitet das BSI konkret? Das möchte ich an einem Beispiel darstellen der Vorfallsbearbeitung. Also das BSI besteht aus 5 Abteilungen. Der Abteilung CK, die sich mehr um die operative Cyberabwehr kümmert, aber auch um Kritis. Der Abteilung B, in der ich arbeite, die sich eben um das Feld Beratung für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft kümmert. Die Abteilung D, die sich um Mindeststandards und Zertifizierung oder damit auseinandersetzt. Und die Abteilung KT, das sind die Kryptografen. Daneben Abteilung Z, die sich um alles organisatorische und Personal oder damit beschäftigt. Wie läuft das ab im Bereich jetzt, also holzschnittartig beschrieben, im Bereich der Vorfallsbearbeitung? Bei der Detektion würde beispielsweise dann Abteilung CK überhaupt erstmal feststellen über das Lagezentrum, dass es zu einem Angriff gekommen ist. Das heißt, die Erkennen von Schwachstellen und den Angriffsmethoden im Bereich der Koordination, im Feld der Reaktion, Koordination über das nationale Cyberabwehrzentrum, was auch dort angesiedelt ist, Bewerten des Angriffs, vielleicht auch bewerten, was hat das für Auswirkungen für Unternehmen, dieser Angriff, was hat das für Auswirkungen für die Bundesverwaltung, müssen wir da gewisse Anforderungen erhöhen, gibt es vielleicht auch Effekte, die es dann wieder auf die Prävention hat, sind da kryptografische Verfahren, die irgendwie angepasst werden müssen, und so fügt sich das dann zusammen, wo jede Abteilung dann die eigenen Kompetenzen einbringt, allerdings dann auch das nach außen an ihre Stakeholder übersetzt. Um zum konkreten Beispiel zu kommen, zu 2 Feldern, auf denen das BSI aktiv ist. Ich habe das am Anfang schon gesagt, da möchte ich einmal das Feld Kritis vorstellen, kritische Infrastrukturen, auf konkreten Wunsch auch von den Organisatoren, um da zu zeigen, was macht das BSI in dem Feld, und dann komme ich gleich noch zum Themenfeld gesellschaftlicher Dialog. Kritische Infrastrukturen sind essentiell wichtig für unser tägliches Leben und sind essentiell wichtige Dienstleister. Sonst hätten wir hier kein Licht, könnten nichts essen, etc. Es wurden dort 9 Sektoren unterteilt, die eben in diesem Diagramm dargestellt sind. Und wenn wir uns das ansehen und eigentlich an unser tägliches Leben denken, stellen wir fest, diese verschiedenen Sektoren sind stark von IKT durchdrungen und können eigentlich auch gar nicht ihre Dienstleistungen erbringen, ohne dass sie eine funktionierende Unterstützung von Informations- und Kommunikationstechnologie haben. 2015 oder seit 2015 gibt es mit dem IT-Sicherheitsgesetz eine gesetzliche Grundlage zum Schutz von kritischen Infrastrukturen. Und das BSI setzt dieses IT-Sicherheitsgesetz um. Das heißt, beim BSI können sich kritische Infrastrukturen oder Unternehmen aus dem Bereich der kritischen Infrastrukturen, die unter diese Definition fallen und aus diesen Bereichen kommen, registrieren. Sie werden dort in ein Meldewesen eingebunden. Das heißt, wenn Sie einen IT-Sicherheitsvorfall haben, wird der ans BSI gemeldet. Und gleichzeitig überprüft das BSI die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen dann durch Audits. Für die verschiedenen Zielgruppen des BSI
haben wir eine Dienstleistungspyramide entwickelt, die so zu verstehen ist, dass das, was ganz unten ist, das Thema Information, den geringsten Bereitstellungsaufwand darstellt. Und das steigt dann immer weiter nach oben. Natürlich der höchste Aufwand wäre, wenn das BSI konkret oder Kollegen des BSI konkret technische Schutzmaßnahmen übernehmen. Das ist im Bereich Kritis nicht vorgesehen. Bei anderen Organisationen oder beim Staat sieht das dann anders aus. Und das BSI hat ein ziemlich breites Angebot, wenn man jetzt mal diese Pyramide betrachtet für den Bereich der kritischen Infrastrukturen. Angefangen unten natürlich beim Thema Information. IT-Grundschutz habe ich eben schon genannt. Es gibt aber auch technische Richtlinien, nach denen sich gerichtet werden kann. Es gibt Cybersicherheitsempfehlungen. Das Thema Abstrahlprüfung könnte auch interessant sein. Dann es gibt Lageberichte, es gibt spezielle Lageberichte auch für kritische Infrastrukturen. Das BSI ist aber auch tätig für kritische Infrastrukturen im Bereich der Aus- und Fortbildung. Das heißt, wir gehen auf Veranstaltungen von Verbänden etc., wo man auch sensibilisiert für Themen der Cybersicherheit. Und dann in der Mitte eigentlich eins der wichtigsten Felder, eben Kooperation. Weil gerade auch bei Kritis, aber generell, das BSI hat einen kooperativen Ansatz. Und es sind keine Alleingänge möglich. Das betrifft sowohl die Unternehmen als eben auch das BSI. Das heißt, es gibt dieses UP-Kritis als Plattform, wo 600 verschiedene Akteure, eben Unternehmen, Verbände, als auch staatliche Akteure organisiert sind, mit Branchen- und Themenarbeitskreise. Branchen richten sich dann nach diesen verschiedenen Bereichen, die ich dargestellt habe. Dann gibt es auch noch die Allianz für Cybersicherheit, das heißt Unternehmen, die jetzt nicht unter diese Kritis-Definition fallen, wie beispielsweise Institutionen mit besonderem staatlichen Interesse in sie, können sich auch in dieser Allianz organisieren. Wie schon gesagt, das ist eine ganz große Gruppe von Akteuren. Dort gibt es wiederum Arbeitsgruppen, Themenarbeitsgruppen und andere Angebote, wo man sich auch austauschen kann, Informationen einholen kann. Die veranstalten Cybersicherheitstage, die dann auch zu einem speziellen Thema ist. Das heißt, wenn ich Input zu einem speziellen Thema brauche, kann ich dorthin gehen. Dann das Thema nationales Verbindungswesen, habe ich eben schon erläutert. Dann gibt es aber auch konkrete Beratungsdienstleistungen, die auch durch das IT-Sicherheitsgesetz reguliert sind. Beispielsweise ein Unternehmen meldet einen Vorfall und dann kann es auf diese Beratungsleistung zurückgreifen. Aber es gibt eben auch vom BSI zertifizierte Dienstleister, die dann in einem solchen Fall konkrete Hilfe vor Ort leisten können. Technische Unterstützung und Dienstleistungen. Diese Abkürzung B3S bedeutet, es gibt branchenspezifische Mindeststandards. Das heißt, die Unternehmen müssen sich nach dem Stand der Technik richten und können dann für sich als Branche einen Stand der Technik definieren. Und der wird dann vom BSI überprüft. Da gibt es schon verschiedene Bereiche, die das für sich getan haben. Wer heute auf die BSI-Webseite blickt, wird sehen, da wurde auch jetzt kürzlich erst aus dem Bereich der Fernwärme ein branchenspezifischer Standard definiert. Der wird dann beim BSI vorgelegt und jetzt haben sie das okay bekommen und sie dürfen sich jetzt nach diesem Stand der Technik richten. Sinn dahinter ist, dass die Unternehmen einen Standard haben, nach dem sie sich orientieren können, aber das auch nochmal eine Breitenwirkung hat, wenn Unternehmen nicht unter diese Kritis-Definition fallen, dass sie dann darauf blicken können und sagen können, was ist so Best Practice, was könnte ich machen in meinem Bereich, um eben sicher vor Angriffen zu sein und mich dort zu schützen. So viel zum Thema Kritis. Möchte ich jetzt als letzten inhaltlichen Punkt noch zum Thema Cybersicherheit für die Gesellschaft kommen, in dem ich persönlich arbeite. Ich habe ja eben schon mal dort den Überblick gegeben bei Produkten und Dienstleistungen, die das BSI anbietet. Da war ja beim Thema Bürger eher Angebote, die sich direkt an den Bürger richten. Wir bei uns im Referat und
mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir sprechen eher die organisierte Zivilgesellschaft an und möchten da eher in einen Austausch kommen, um gemeinsam zu gestalten. Wir sind der Überzeugung, dass wir nicht im Elfenbeinturm sitzen und selbst alles am besten wissen, sondern wir müssen dort auch in Austausch kommen, um Erwartungen, um Bedürfnisse, um Ideen und so weiter identifizieren zu können. Und das nicht nur mit dem Staat, nicht nur mit der Wirtschaft, sondern eben auch mit gesellschaftlichen Akteuren. Und am besten sprechen die auch noch zusammen. Und deshalb ist dort unser Ansatz das BSI als gesamtgesellschaftlicher Gestalter von Cybersicherheit. Das heißt, wir möchten zum einen eine Plattform bieten für diesen Austausch. Wie auch schon in der Einleitung gesagt, geht es dort um einen Austausch eben von Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu strategischen gesellschaftlichen Themen, die das Themenfeld betreffen, um da gemeinsam neue Lösungsansätze durch diesen Multi-Stakeholder-Dialog zu erzielen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt verschiedene, auch hier im Raum, die da schon teilgenommen haben. Möchte ich gleich auch noch weiter darauf zu sprechen kommen. Als zweiten Punkt, mit starken Partnern zusammenarbeiten. Es macht Sinn, in verschiedenen Feldern mit Akteuren zusammenzuarbeiten, die vielleicht ein spezielles Wissen haben oder die besondere Befugnis haben. Und da als ein Beispiel die Zusammenarbeit des BSI mit den Verbraucherzentralen, weil die Verbraucherzentralen natürlich auch ein sehr gutes Wissen haben, was den Verbraucher angeht, weil sie eine größere Nähe zum Verbraucher haben durch das Beratungsangebot überregional. Aber auch bestimmte Befugnisse, rechtliche Befugnisse, die das BSI so nicht hat. Und so lassen sich dann diese Befugnisse und Kompetenzen sehr gut kombinieren. Als ein Beispiel dieser Kombination aus diesen Kompetenzen und Befugnissen ist eine Klage anzusehen, die die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erhoben hat, wo es um die Sicherheit von Smartphones geht. Jeder kennt das, wenn man in einen Elektronikmarkt geht oder online mal nachsieht, was es so für Smartphones im Angebot gibt, beispielsweise Android-Smartphones. Da sieht man, da sind sehr viele Smartphones auch mit einem veralteten Betriebssystem, beispielsweise Android 4.1. Jetzt als interessierter Nutzer weiß ich, veraltetes Betriebssystem, ich habe da schon mal was von StageFright etc. gehört. Das könnte Probleme haben oder es könnte Probleme mit der Sicherheit des Handys geben. Als Laie weiß ich das wahrscheinlich nicht und gehe in den Laden und erwarte ein neues Smartphone, was funktioniert. Über diesen Umstand informiert aber nicht der Verkäufer, dass das eigentlich ein veraltetes Betriebssystem hat, was über eklatante Sicherheitsmängel verfügt. Und das, glauben wir, ist ein Umstand, der geändert werden muss. Und das befindet sich gerade in der gerichtlichen Prüfung, ob der Verkäufer über öffentlich bekannte Sicherheitslücken informieren muss. Und zweitens, ob der Verkäufer auch über den Zeitraum, in dem Sicherheitspatches zur Verfügung gestellt werden, auch informieren muss. Und zum Dritten wollen wir uns mit Denkfabriken vernetzen, mit Thinktanks, um da auch von außen Input zu bekommen für unsere Arbeit. Um auf diesen Dialog nochmal konkreter einzugehen, dort haben wir eine Plattform entwickelt, die Denkwerkstatt, um dort einen vertrauensvollen Dialog hinzubekommen. Möchten wir uns Zeit nehmen für den Austausch und möchten in einem deliberativen Verfahren gemeinsam neue Lösungsansätze entwickeln. Über diesen breiten Austausch hinaus sind wir gerade dabei, diesen Dialog zu verstetigen, zu vertiefen. Mit einer kleineren Gruppe von Akteuren machen wir da uns jetzt sehr partizipativ und offen Gedanken, wie man das am besten gestalten möchte oder wie wir das am besten gestalten. Und das ist jetzt gerade ein laufender Prozess. Nichtsdestotrotz gibt es dieses Modell der Denkwerkstätten weiterhin und läuft im Rahmen eines Projektes. Des Weiteren im Kontext auch der Gesellschaft zu verorten ist natürlich das Thema des Verbraucherschutzes und da gab es auch eine Stärkung des Themas durch den Koalitionsvertrag. Dort wurde konkret dem BSI die Aufgabe des Verbraucherschutzes zugewiesen und das möchten wir gerne annehmen. Das Ziel ist es, dort
Verbraucher so zu unterstützen, dass es natürlich erstmal eine Sensibilität für die Themen gibt, dann aber auch zu stärken in ihrer Beurteilungsfähigkeit, weil am Smartphone-Beispiel sieht man, der Verbraucher ist oft noch gar nicht in der Lage dazu, Sicherheitsaspekte zu beurteilen zu können, weil es keine Informationen dazu gibt. Und schließlich, wenn es Unsicherheiten gibt, dann auch Lösungskompetenz zu besitzen. Das heißt einerseits vielleicht zu wissen, wie befreie ich mich aus dieser Unsicherheit, oder dann zu wissen, an wen kann ich mich wenden, wer hilft mir. Das ist einerseits als Beitrag natürlich zur individuellen Sicherheit zu sehen, aber auch öffentliche Sicherheit, wenn wir beispielsweise an das Mirai-Botnetz denken, das dann auch Gefahren für unsere Infrastruktur darstellt. Zum Abschluss zusammengefasst, wie gesagt, Cybersicherheit ist eigentlich eine Gelingensbedingung für eine erfolgreiche Digitalisierung. Wir möchten das gemeinsam gestalten, für und mit den verschiedenen Akteuren und wollen für eine sichere digitale Gesellschaft gemeinsam eintreten, da nicht als Verhinderer aber wahrgenommen werden, sondern auch als Ermöglicher, denn mit einer Sicherheit in der Digitalisierung kann man überhaupt die Digitalisierung bestreiten. Alleingänge sind keine gute Lösung. Es ist eine gemeinsame Verantwortung und diese Verantwortung gilt es für unterschiedliche Akteure im Dialog, im Austausch wahrzunehmen. Und damit beende ich meine Präsentation. Danke für die Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Florian Schumacher vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Fragen gibt. Jetzt habt ihr Gelegenheit zu löchern. Die erste da oben. Also ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, wie kann angesichts der Entwicklung hin zum Internet der Dinge, das heißt der Idee, alles mit allem zu vernetzen, Präventivmaßnahmen ergriffen werden, da halt grundlegend Schutz zu bieten. Das macht da das Gesamtsystem anfälliger, wenn alles mit allem verbunden ist. Das ist die erste Frage. Die zweite, wie kann der Staat die Daten der Bürger, also das Informationsmaterial der Bürger, vor den Unternehmen schützen? Und zweitens vor sich selbst, also vor dem Staat. Ich habe es akustisch nicht. Also wie können die Daten der Bürger vor dem Staat geschützt werden? Mhm. Also Thema Internet der Dinge, da ist auf das Thema eigentlich von Mindestanforderungen zu verweisen, technische Richtlinien. Als ein Beispiel ist dort zu nennen, dass wir jetzt erstmal angefangen haben mit dem Thema technische Richtlinie für Router. Router als erstmal Verbindungspunkt zum Heimnetzwerk. Da haben wir jetzt erstmal angefangen als ein Beispiel technische Richtlinie Anforderungen aufzustellen. Was sollte ein Router an Sicherheitsanforderungen besitzen? Dort sind wir im Austausch mit den Herstellern, aber auch BMI und BMW ist dabei, wo wir erstmal da ein Mindestniveau erreichen wollen. Des Weiteren gibt es dort auch andere Gremien, wie beispielsweise beim DIN, wo man sich auch über Basisanforderungen Gedanken macht, was auch dann in Richtung IoT geht. Ein weiteres Thema, was ja auch im Koalitionsvertrag steht, ist das Thema Sicherheitskennzeichen. Stichwort oder Anführungszeichen Gütesiegel. Es ist oder die Idee, die dahinter steckt, ist, denn der Nutzer braucht eine größere Information darüber, welche Sicherheitsanforderungen oder welche Sicherheitseigenschaften besitzt überhaupt das Produkt. Wenn ich jetzt mir ein IoT-Produkt kaufe, im Internet oder offline, dann habe ich erstmal überhaupt keinen Überblick, welche Sicherheitseigenschaften besitzt das Produkt, und stelle mir dann zu Hause so eine Box oder irgendwie eine Kamera in die Wohnung, habe aber keine Ahnung, was ich mir da dann in die Wohnung hole, wer darauf Zugriff hat oder wie leicht man darauf Zugriff nehmen kann. Wir möchten da für Transparenz sorgen,
und dort eine Kennzeichnung oder über eine Kennzeichnung dann dafür sorgen, dass dann auch Sicherheit zu einem Kaufkriterium werden kann, indem man sich einfach eine informiertere Kaufentscheidung treffen kann. Zu dem zweiten Punkt, Schutz als Bürger. Das Stichwort, was mir dazu zuerst in den Sinn kam, war ja vor allem das Thema Verschlüsselung auch. Also das BSI setzt sich natürlich dort ganz stark ein für Verschlüsselung. Und Verschlüsselung ja so einzusetzen oder robust einzusetzen. Für uns gilt da auch die Eckpunkte von 1999 und wir sind für eine starke Verschlüsselung, haben das ja auch nochmal durch die digitale Agenda und dann auch die Unterschrift auf dem Digitalgipfel zur Verschlüsselungscharta deutlich gemacht und das ist ein richtiges oder ein wichtiges Instrument zum Schutz. Möchte jemand weiter nachfragen oder ein anderes Thema ansprechen? Ich habe das Mikrofon schon. Hören Sie mich? Okay. Ich bin erstmal ganz dankbar fürs BSI, für all die Informationen, die man von da bekommt, die Schutzmaßnahmen, das, was man auch weitergeben kann. Aber ich glaube, der ganze Diskurs ist irgendwo noch unglücklich. Wir machen uns die ganze Zeit Gedanken über die bösen Angreifer. Und ich glaube, es ist nötig, dass wir nachdenken über die Ethik des Betriebs von Webangeboten. Das heißt, jeder Schüler kann mit 2, 3 Videos auf YouTube irgendein Webangebot starten und Leute dazu bringen, ihre Daten dort zu hinterlegen und sie sind in keiner Weise geschützt. Das machen auch Leute, die es wissen müssten. Es gab ja diese tolle oder gibt immer noch diese tolle Internetbank, die am Anfang die Daten überhaupt nicht geschützt übertragen hat. Profi-Angebot im Finanzsektor. Es gibt auch heute noch weitere Dinge, die dank Chaos Computer Club aufgedeckt werden. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft umdenken. Und ich würde vom BSI erwarten und erhoffen, dass es in die Richtung geht, dass es in die Richtung von Zulassung von Seiten geht, von Webangeboten. Ich kann mir ein Auto vom Schrott holen und zusammenschrauben und wenn es läuft, darf ich damit noch lange nicht ins nächste Dorf fahren, um die Gesellschaft zu schützen. Ich kann mir mit 14 Klicks eine Webseite zusammenklicken und kann sie ins Netz stellen und jeder kann dort seine Daten vertrauensvoll hinterlegen und sie werden geklaut. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Anmerkung und ich glaube, das ist ja auch eben so ein wichtiges Thema, wo gerade auch dieser Dialog, den wir gestartet haben, für geeignet ist. Weil, wie ich bereits gesagt habe, wir glauben auch, da sind viele neue Fragestellungen, viele neue Gestaltungsspielräume und wo man erstmal Antworten zu finden muss, aber auch erstmal wissen muss, was ist überhaupt die Erwartungshaltung und was möchten die einzelnen Akteure. Und ich glaube deshalb, das ist eine Frage, die wir jetzt auch so in den Dialog mitnehmen müssen, um da dann Antworten zu finden, weil ich glaube, das ist dort schwierig, auch schwarz-weiß Antwort zu finden, was ist, dass es da eine klar richtige Antwort für gibt. Aber konkret, um die Frage mal weiterzudrehen, wäre es denn eine denkbare Möglichkeit fürs BSI, sich dafür einzusetzen, Website-Betreibern das Betreiben ihrer Seite zu untersagen, wenn sie auf bestimmte Weise Nutzerdaten einsammeln? Also es kommt ja immer darauf an, auch von wo die Webseite gehostet wird. Es ist jetzt schon so, dass wenn Angriffe beispielsweise oder unzulässige Praktiken stattfinden, dass der dann der Provider auch informiert werden kann, der diese Webseite hostet. Wenn der Provider in Deutschland steht oder das in Deutschland gehostet wird, dann gibt es da natürlich ein kooperativeres Verhalten, als wenn er jetzt irgendwo im Nicht-EU-Ausland steht. Das ist natürlich die große Krux im digitalen Raum, wo Grenzen dann keine so große Bedeutung spielen. Es gab hier vorne noch eine Frage. Ich würde erst den Kollegen hier die Frage stellen lassen, dann können wir hinten weitermachen. Ja, ich freue mich sehr über die Möglichkeit, jetzt auch mal jemand vom BSI eine Frage stellen zu lassen und deshalb auch über den Vortrag, den ich jetzt sonst nicht besonders beruhigend fand.
Was mich sehr interessiert, das BSI kriegt ja gerade, glaube ich, einen Neubau. Und der Neubau ist ja tatsächlich nur ein Steinwurf entfernt von einem anderen Akteur, einem neuen Akteur, nämlich dem Kommando Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr, wenn ich das richtig erinnere. Und also die Bundesregierung tut sich ja noch sehr schwer zu definieren, in welcher Form die Kooperation zwischen Bundeswehr und BSI verläuft und wo auch die Abgrenzung zwischen beiden Aktionsfeldern verläuft und sagt, das wäre jetzt auch noch in einem Findungsprozess. Also das würde mich sehr interessieren, wenn Sie das mal umreißen könnten, wie ist einerseits die Kooperation und was ist andererseits auch der Unterschied in den Handlungsfeldern? Also ich glaube, abschließend kann ich da nicht auf Ihre Frage antworten. Was ich weiß und was auch von unserer Seite immer betont wird, wir sind die nationale Behörde, die für Cyberabwehr zuständig ist, zivil. Und wir setzen da auch uns klar nach unserem gesetzlichen Auftrag ein, Förderung der IT-Sicherheit in Deutschland. Das ist unser Auftrag. Und danach richten wir uns. Was das Verhältnis zum CIR angeht, ich glaube, das ist etwas, was sich auch noch entwickeln muss, aber was dann eher auch noch auf der politischen Ebene laufen muss, was dann zwischen BMI und BMVG läuft. Da sind wir in den Dialog oder können unsere Meinung sagen, aber das ist dann auch eine Entscheidung, die einfach eher politisch gefunden werden muss. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe drei Fragen, die allerdings zusammenhängen. A, was verstehen Sie unter einem Thought Leader? Ich habe das Wort zweimal in den Folien gesehen, einmal recht prominent und weiß nicht, was das sein soll. B, wünscht sich das BSI mehr Unabhängigkeit vom Bundesministerium für Inneres? Und wie kann es ein Thought Leader sein, wenn es dem untersteht? Und C, in Hinblick auf Staatstrojaner ist das Bundesministerium für Inneres ja eine Bedrohung für Deutschlands Cyberraum. Die Frage, wer bedroht Deutschlands Cyberraum? Und macht der Staat sich nicht unglaubwürdig, wenn er mit der einen Hand Cybersicherheit auch für die Bürger erzeugen möchte und mit der anderen Hand die Systeme kaputt reißt? Also um da jetzt nacheinander drauf einzugehen, auf die Fragen. Thought Leadership bedeutet für uns, dass man im Austausch ist mit führenden Akteuren, aber selbst auch dort eben die Expertise hat, die aktuell wichtig ist. Das heißt, wir wollen technische Kompetenz besitzen oder besitzen technische Kompetenz, wo wir stets vorne dabei sein wollen. Wir sind in internationalen Gremien vertreten, wo es eben über aktuelle Entwicklungen geht und möchten uns dort vernetzen. Wir wollen uns vernetzen, aber auch mit anderen Akteuren, um diesen Status des Thought Leaderships erhalten zu können, eben im Dialog. Und eben auch unbedingt einzig auch für das Interesse des BSI eintreten zu können. Das ist auch verbunden dann mit dem zweiten Punkt, der stärkeren Unabhängigkeit. Das BSI ist in vielen Digitalisierungsprojekten bereits eingebunden. Sei es beim BMG mit der elektronischen Gesundheitskarte, sei es, was das BMVI angeht, beim, bitte? Kann ich, also da bin ich nicht informiert, ob wir da auch involviert waren bei der Entwicklung. Aber sei es auch beim Thema autonomen Fahren, dass das BSI in Projekten des BMVI und nachgeordneten Behörden eingebunden. Das heißt, es gibt da schon eine sehr starke Zusammenarbeit, die über nur BMI hinausgehen. Unsere Wahrnehmung ist, dass wir auch von außen, was die Ministerien angeht,
was aber auch andere Akteure angeht, schon als neutral handelndes Kompetenzzentrum zu Fragen der Cybersicherheit wahrgenommen werden. Zum dritten Punkt, Staatstrojaner, ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner zu. Da wäre es vielleicht gut, jemanden vom BMI einfach zu fragen, der Ihnen da eine Antwort geben kann. Aber vielleicht ist ja im nächsten Jahr jemand bereit vom, oder können Sie ja im nächsten Jahr vielleicht jemanden auch einladen vom BMI, der dann auch zu solchen Themen spricht. Also vom BSI gibt es da keine offizielle Position, was diesen Staatstrojaner angeht. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Hier ist eine. Also wir googeln gerade nochmal kurz BSI und Staatstrojaner, weil ich hätte wetten können, dass das BSI den doch zertifiziert hat, dachte ich, oder? Also war das nicht, das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen. Also sozusagen Prävention im Zivilen und Staatstrojaner. Wo ist da der Zusammenhang? Geheimpapier. BSI entwickelte Bundestrojaner mit. Achso, mitentwickelt. Achso, okay. Ja, also wo da der Zusammenhang ist, wo ist da mein Schutz sozusagen im zivilen Bereich? Und die andere Frage war die mit Kritis, glaube ich. Ne? Das war dieses mit den Fernwärmern, die ihre Best Practices bei euch eingereicht haben. Und ihr habt dann das Okay gegeben. Ne? Fernwärme? Ja. Ja. Da war meine Frage, wie oft das zurückging, dieser Vorschlag. Also du hast ja das so erklärt, dass die Best Practices selbst ausgearbeitet werden von der Industrie. Ich kann mir vorstellen, dass das BSI da auch noch Vorschläge hat, wie man das verbessern kann. Denn naheliegend wäre ja, diese Best Practices sehr weit unten anzugeben, damit man möglichst wenig Arbeit hat als Industrie. Kannst du was dazu sagen, wie lange das dauert? Also wie oft geht das zurück? Wie viele Anforderungen werden da BSI programmierte und arbeitete aktiv am Staatstrojaner, streitete aber Zusammenarbeit ab. Ja, das kann ich auch gerade bestätigen sozusagen. Wie oft ging das zurück? Und wie ist der Prozess? Also wie oft ist das BSI dann dabei zu sagen, das reicht uns so nicht? Oder wird da der Stempel gesetzt? Wie lange dauert sowas? Wie viel Kritik müsst ihr im Durchschnitt üben an so einem Vorschlag, an Best Practices, die Industrie sich selbst gibt? Also was ich allgemein sagen kann zum Thema branchenspezifischer Mindeststandards, es gibt einen Rahmen, in dem dieser oder welche Elemente der umfassen muss. Wie lange es jetzt in diesem Fall gedauert hat oder ob es da einen Durchschnittswert gibt, das kann ich so nicht sagen, weil das eben ein spezielles Thema ist, was auch dann in der anderen Abteilung läuft. Wir können uns aber gerne im Nachgang auch austauschen Kontaktdaten austauschen und dann frage ich das nach und liefere diese Information auch gerne nach. Was das Thema Staatstrojaner angeht, ist es so, dass wir lediglich bei der Entwicklung auch von den Sicherheitsanforderungen oder dem Sicherheitskonzept für die Kommunikation von dieser Software mitgearbeitet haben. Wir haben aber nicht bei der Ausgestaltung von den operativen Funktionen des Staatstrojaners mitgewirkt und auch als präventive Sicherheitsbehörde auch nicht beim operativen Einsatz mitgewirkt. Wenn es da aber auch noch spezielle Fragen zu gibt, auch gerne im Nachgang, da kann ich dann auch noch an die Kollegen vermitteln. Ja, ich glaube, das Stichwort Kontaktdaten ist auch insofern gut, dass wir versuchen wollen, heute unseren Zeitplan möglichst nicht allzu doll zu sprengen. Und deswegen würde ich eigentlich, auch wenn es vielleicht noch einige gibt, gerne hier einen Schlussstrich ziehen, damit wir weiterkommen im Programm und vielleicht noch eine kurze Pause schaffen können vor dem nächsten Vortrag, wenn das okay ist für euch. Wir haben aber gerade, vielleicht kannst du noch, es gab gerade die ich weiß nicht, ob noch jemand die Kontaktdaten abschreiben wollte, sonst geht vielleicht zu auf Florian Schumacher und dann können wir... Ich bin aber auch noch hier den Rest des Abends und steht auch zum Essen bleibst du noch? Genau, steht auch im Gespräch zur Verfügung. Dann gibt es viele Möglichkeiten, noch nachher ins Gespräch zu kommen. Sehr schön, vielen Dank.